Ne, da komme ich ja wieder her. Beziehungsweise da komme ich nicht unbedingt her. Aber die war zu, ne? War geschlossen. Steht da was dran? Anwaltskanzlei Primble und Ines. Oder Enos. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ein Italiener oder ein Spanier. Enos. Keine Ahnung. Kaputt. Ach, das ist Weibchenklo. Das ist Männchenklo. Ach so. Jetzt habe ich das auch verstanden. Ja, was können wir jetzt hier noch tun? Ja, die Aufzugtür ist ein wenig geöffnet. Der Spalt ist aber zu eng, um nützlich zu sein. Und das Seil kannst du echt nicht da benutzen, ne? Wenn ich das Seil mit dem Anhänger kombiniere und dann... Nee, ist auch Quatsch eigentlich, ne? Schalldämpfer. Hätte ich das vielleicht zuerst machen müssen? Das ist auch Quatsch. Warum ist der Schraubenzieher, sag ich selbst schon, der Schraubendreher eigentlich komplett schon mal weg? Nur weil ich ihn schon einmal benutzt habe. Das habe ich auch schon gehabt. Ja. Da kommen wir her, ne? Ich glaube, da kommen wir her. Ja. Ah, es ist alles nicht so einfach. Ich kann noch mal ganz zurückkrabbeln, ja, aber ja, das heißt eine Idee. Die Idee ist das auch nicht so wirklich. Warte mal, war das? Das war schon die Etage, die ich meinte, ne? Warte mal. Ich muss doch hier diesen einen. Warte mal. Ich krabbel jetzt noch mal eben zurück in dieses eine Büro, wo durchs Fenster gekrabbelt sind, und zwar links und dann rechts. Da, wo wir hergekommen sind, wo wir mit der Matratze praktisch darunter gefallen sind. Da könnte man sich ja mit dem Seil eventuell noch tiefer herablassen. Das ist jetzt so die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe. Weil ich wüsste hier nicht, wo hier sonst noch irgendwo ein Loch war, wo wir hätten uns abseilen können zum Beispiel. Ich meine, wir könnten uns natürlich mit dem Seil den Fahrstuhl runter lassen. Wenn wir die Tür aufkriegen. Aber dazu müssen wir die Tür ja erstmal aufkriegen. Und ich habe gerade keine Ahnung, wie wir das machen wollen. Was war das jetzt? Bin ich jetzt wieder reingegangen? Wollte ich doch gar nicht. Oh, hier ist eine Avaha. Dankeschön. So. Scheißviecher wieder. Ich möchte euch ganz gerne mal zerhacken mit dem Katana. Irgendwie bist du zu weit weg, kann das sein? Ich gehe mal hier reingucken. Lebst du noch, du fettes Vieh? Stimmt. Okay, das ist gar nicht schlecht. Komm, hau rein. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren. So. Okay. Naja. Du bist ja recht tot. Jetzt aber. Also die Geräusche sind schon ziemlich cool von so einem Viech. Komm, ich kann ihn wegschieben. Jetzt ist er tot. Ja. Also kann ich hier noch... Da ist eine... mehr. Ja. Nee, hier ist auch kein Loch, wo ich noch weiter tiefer runter könnte, ne? Und du warst dicht. Ja. Und ich habe auch keine Karte von diesem Gebiet, was sehr schade ist. Manno, ich dachte, hier wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, das Seil zu benutzen. Bist du so kaputt? Habe ich denn... Nö, bin ich doch gar nicht. Verletzt, nicht groß. Weil ich die ganze Zeit auf Laufen gedrückt habe hier. Ja, wo soll ich denn noch lang?
Ach Leute, ja gut, die Session ist jetzt eh bald vorbei, deswegen werde ich jetzt nicht mehr groß offscreen nachgucken. Ich werde jetzt noch ein bisschen alleine hier rumgucken. Und wenn ich absolut nichts finde, dann muss ich mich halt offscreen vielleicht ein bisschen schlau machen, wie wir weiterkommen, weil ich denke, ich habe alle Türen offen, die offen sein können. Ich wüsste jetzt nicht, wo wir noch weiter könnten. Der einzige Anhaltspunkt für mich ist jetzt die halboffene Aufzugtür. Aber ich habe nichts, was ich benutzen könnte, um die Aufzugstür aufzusperren. Das ist schon sehr merkwürdig. So ein Scheiße. Das kann ich alles nicht öffnen, diesen Kram. Ja, nee. Ja, dann gehen wir hier nochmal lang. Was machen wir denn jetzt? Was? Das ist ein schlechter Witz. Das ist aber ein ganz, ganz schlechter Witz, Leute. Warum lebt ihr wieder? Finde ich nicht gut. Dieser Kackraum, ne? Dieser Kackraum hier. Ja! Ja, ja, klar! Alle wieder am Leben! Ihr wollt mich doch verarschen. Nur war ich einmal im anderen Bereich. Das werde ich nicht speichern, Leute. Das werde ich nicht speichern. Das ist ja wohl bekloppt. Ja. Was soll ich tun? Ach, jetzt bin ich hier wieder. Mann, Mann, Mann. Bang. Eigentlich hat mir dieser Raum auch nichts gebracht, ne? Ja, ist ja gut. Bleib ruhig. Leute, wenn ihr eine Idee habt, ne, dann braucht ihr mir die eigentlich nicht schreiben, weil ich weiß es ja schon längst, wie ich das weitergespielt habe. Ja, ich weiß, hier ist ein Speicherraum, aber ich will jetzt nicht speichern. Vor allem... ich glaube einfach nicht, dass das hier alles ist. So... In der Schublade ist nichts mehr drin, ne? Schublade ist leer. Oh, so gemein. Was mache ich mit dieser dusseligen Fahrstuhltür? Ich möchte nochmal das andere Stockwerk. Da gucken wir zum Schluss noch einmal eben rein. Wo muss ich denn da lang? Geradeaus? Nee. Wo muss ich denn hin? Warte mal, wie war das? Da lang und dann? Wo ist das Treppenhaus, verdammt? Rechts, ne? Geradeaus und rechts. Hier ist das Treppenhaus. Genau, und dann kann ich halt noch ins, ich kann ja auch nur in dieses Stockwerk und in das dritte, ne? Ich guck nochmal auf der Karte nach, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, hier ist das... Ich bin im dritten, okay. Ich meinte, dritte kann ich ins fünfte. Eins ist dicht. Fünf ist offen. Und das war's. Ja, dann kann ich halt nur ins fünfte. Ja. Ich wüsste sonst nicht, was wir sonst machen sollen. Fürs erste brauchte ich, glaube ich, einen Schlüssel, ne? Oder wie war das? Okay, wieder im fünften Stockwerk. Juhu. Kaputt. Kaputt, 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 kaputt. Ja, hier war doch gleich wieder diese eine Tür. Ja, genau, hier links geht's dann wieder rein. Aber ich gucke mich trotzdem nochmal um. Wo bin ich jetzt gelandet? Hier war ich noch gar nicht? Jetzt ohne Witz? Wie blöd bin ich denn? Hier war ich noch gar nicht. Ey, das glaube ich jetzt langsam nicht. Ich habe einen kompletten Bereich übersehen. Och Leute, langsam bin ich aber echt ein Affe. Was kann das denn sein? Ah! Ah! Hallo?
Au! Würdest du bitte aufstehen? Bin ich tot? Nein. Lass mich zufrieden. Nick, wie kann das angehen, dass ich das alles komplett übersehen habe? Was bin ich denn für ein Tüffel? Oh Gott, ey. Manchmal könnte ich mich selbst ohrfeigen. Regal ist leer. Da liegen einige Papiere auf den Regalen herum, sonst nichts, alles nutzlos. Ja. Hier hängen ein paar Memos und Zeitungsausschnitte, die helfen mir nicht. Ich höre schon wieder komische Geräusche. Ein Wagenheber, damit kriege ich die Tür auf. Wollen wir das nochmal eben machen? Können wir auf die Karte gucken. Ja, mehr ist hier auch nicht. Ich habe alle Türen ausprobiert. Ja. Ich habe den kompletten Gang übersehen. Ich gehe nochmal eben links die... Weiter hier. Ist das links? Ja. Nee, ich gehe rechts, ne? Nee, ich bin richtig. So, dann gehen wir jetzt zurück. Die ist offen. Warte. Ach, Mann! Jetzt lass mich in die Tür rein! So. Irgendwas habe ich jetzt geöffnet. Links und dann. Ich glaube das nicht, ne? Aber echt, da kann man mal sehen, wie blöde ich bin. Ich vibriere. Ja. Vorräte. Einen haben wir. Ich nehme mal ein Medipack. Wir haben so viel davon. So. Wo bin ich jetzt? 3 oder bin ich jetzt 5? Ich bin schon wieder irritiert. 5. Ich muss ins dritte runter. Das möchte ich nochmal eben ausprobieren, den Wagenheber. Jetzt bin ich neugierig. Komm. Jetzt muss ich die ganzen Viecher wieder umbringen. Na gut, die beiden Hunde. Oder ich krieg's so hin. Ich versuch's einfach. Ich versuch's einfach, da schnell hinzukommen zum Fahrstuhl. Und das auszuwählen. Vielleicht klappt's. Ach, jetzt sind die Viecher alle wieder weg. Das ist doch alles... Nee, verstehe ich nicht. Es klappt mit dem Wagenheber. Oh, Dankeschön. Mal gucken. Ja. So, jetzt das Seil benutzen, würde ich sagen. Jawohl. Und jetzt können wir uns abseilen. Darf ich... Achso. Ich hätte gern vorher noch gespeichert, fällt mir gerade ein. Passiert da noch was? Hallo? Ich habe das Seil verwendet, achso. Nein. Bevor wir das tun, liebe Freunde, gehe ich nochmal eben zum Speichern. Nee. Nee, wo Moment. Ganz ruhig, Alex, ganz ruhig. Runter und dann rechts. Links. Ich kann... Sag mal, bin ich jetzt total mischugge? So. Schaufensterpose. Schaufensterpose, natürlich. Wo bin ich denn jetzt lang gegangen? Ey, wieso bin ich jetzt total bescheuert? Ich gehe in die falsche Richtung. Ja, tut mir leid, Leute. Also, wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal dann erfahren, was passiert, wenn wir das Seil hinunterrutschen. Das wird die nächste, der Anfang der nächsten Session sein, genau. Ich habe jetzt zwar doch wieder einiges verballert und Energie verschwendet, aber wir speichern jetzt ab, denn es ist ein guter Zeitpunkt, finde ich. Und ja, dann hoffe ich doch mal, dass es euch bis hierhin Spaß gemacht habt und ihr euch auf die nächste Session freut. Ich bin neugierig, was uns da unten erwartet. Es geht immer tiefer hinab. Natürlich, wie immer. Und ja, ich denke, es hat Spaß gemacht. Und heute ist es soweit, dass ich euch tatsächlich jetzt nach dem Speichern mal wieder abschießen kann. Am besten mit der Schrotflinte so schön ins Gesicht. So. Ja, ich bedanke mich bei euch. Bleibt mir bitte treu. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.